Hallo liebe Singles, herzlich willkommen beim Seelencoaching und bei deinem Neumond-Single-Orakel. Ja, wie immer von Neumond zu Vollmond, also wir haben jetzt am 23.04. den Neumond im Stier und dieses Single-Orakel geht bis zum Vollmond, der am 7.05. im Skorpion ist und bis dahin schauen wir in deine Tendenzen, was die Zeit dir in Bezug auf die Liebe bringt. Was vielleicht schon da ist, was einfach erweitert werden möchte oder gelebt werden möchte. Wir schauen einfach rein. Es ist ein Allgemeinorakel, wie die anderen Orakel, die ich lege auch. Falls ihr ein individuelles, persönliches Orakel mal haben wollt, was ganz stimmig auf euch dann gelegt wird, freue ich mich sehr, wenn ihr mich kontaktiert. In den Kanalinfos und unter diesem Video findet ihr meine E-Mail-Adresse. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt und dann hören wir und sehen wir uns in Anführungsstrichen vielleicht ganz bald wieder. Ansonsten freue ich mich total, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr nie ein Video, weil mir kommen auch jeden Tag Tagesimpulse und andere schöne Videos. Deswegen schön Glocke aktivieren, vielleicht auch teilen mit Freunden oder jemanden, der es auch interessieren könnte. Über einen Kommentar freue ich mich natürlich auch sehr und wenn es euch gefällt, über einen Daumen hoch, das ist auch meine Motivation. Aber gut, wir haben jetzt drei Stapel, ersten, zweiten, dritten, links, Mitte, rechts, so wie du es gerne benennen möchtest. Entscheide ganz intuitiv aus dem Bauch heraus und nicht mit dem Verstand. Und ich würde sagen, wenn du dich noch nicht entschieden hast, halt das Video kurz an, denn ich starte mit dem Single-Orakel zum Neumond mit Stapel 1. Wir schauen mal, was so die Karten als erstes dir sagen möchten, lieber Single. Oh, wir haben einmal hier die Fische gezogen. Und ich nehme die andere Karte immer direkt dazu. Oh, und den Schlüssel. Ja, ich komme jetzt auch zur Deutung. Meine Güte, was für Karten, Stapel 1. So, könnt ihr sehen? Genau. Ja, perfekt. Die Fische stehen nicht unbedingt nur für Geld, sondern stehen auch für Emotionen, für Wasser, für Tiefe. Und daneben ist direkt die Erfolgskarte. Ne? Was soll ich sagen? Also, in Sachen Emotionen, lieber Single, ist dir der Erfolg direkt dabei, bleibt dabei und ja, es ist alles, was jetzt sozusagen als Single, du kennst deine Situation, was du jetzt im Kopf hast, ob du auch jemanden vielleicht schon nett findest oder ob du noch jemand ganz Neues begegnen möchtest. Hier sind auf jeden Fall tiefe Emotionen da und mit Glück und Erfolg auf jeden Fall gekoppelt. Also besser geht's nicht. Wir schauen dann mal weiter. So, da haben wir die Schmerzkarte gezogen. Ich nehme die zweite dazu. Ich deute ja mal gerne auch in Kombination. So, und wir haben die Fantasievorstellung. Okay. So, nach dem traumhaften Anfang, ich meine, es ist ja die allgemeine Tendenz für die zwei Wochen. Das heißt, die allgemeine Tendenz ist super positiv in Emotionen. Also da ist Erfolg garantiert, der Schlüssel zum Erfolg. Du hast aber hier noch einen Schmerz, den du dir vielleicht jetzt in der Zeit, nicht vielleicht, es wäre schön, wenn du dir nochmal anschaust, ob dieser Schmerz, ja nicht, ich will nicht sagen zu veraltet ist, aber schon so lange zurückliegt, dass du dich einfach blockierst. Und vielleicht ist dieser Schmerz und dieses Ganze, was gewesen ist, was diesen Schmerz für dich ausgelöst hat, vielleicht war das einfach eine Fantasievorstellung, die du dir gewünscht hast, dass du vielleicht hast du jemanden kennengelernt, vielleicht warst du auch mit jemandem zusammen schon und ja, du hast dir das Glück so manifestiert und so gewünscht und warst dir so sicher, dass er es ist, aber er war es dann doch nicht und Entschuldigung, oder sie war es dann auch nicht. Ich bin immer, weil die meisten hier, die zuschauen, sind Frauen, Entschuldigung, liebe Männer, ich meine natürlich auch euch, also, ne, du hast dich wahrscheinlich da ein bisschen verkettet in diesen Schmerz. Du warst in etwas drin, was vielleicht eine kleine Illusion war, was du dir sehr, sehr gewünscht hast und was du auch ganz, ganz hundertprozentig auch verdient hast. Weil jetzt kommt ja das große Glück. Aber dieses solltest du dir bitte nochmal anschauen, weil
Es ist es wert, anzuschauen, damit du es gehen lassen kannst, damit du offen bist für das Neue. Und wie gesagt, die tiefen Emotionen haben wir gezogen mit dem Erfolg dabei. Wie gesagt, besser geht's da nicht. Und deswegen lass dies los, auch wenn es noch so hart war und wenn du dich dann noch so zu sehr verstrickt hast. Vielleicht bist du auch noch in so einer Situation, dass du immer noch daran denkst und immer noch hoffst und machst und tust. Bitte schau es dir nochmal an und lass es in Liebe gehen. Denn dann kann das große Glück und die großen Emotionen, ich kann es nicht oft genug sagen, dann können sie auch kommen. Was haben wir hier gezogen? Die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung. Wow. Okay, ich nehme auch die zweite Karte mit dazu. Ich hoffe, du kannst noch sehen. Ja, es geht noch. Und die zweite Karte dazu, gib deiner Beziehung eine Chance. Arbeite an deiner Partnerschaft. Okay, also, wie schön ist das denn hier? So, wir sind jetzt aber hier die Singles und deswegen beziehen wir natürlich Partnerschaft im Moment, ist etwas, was zukünftig ist. So, die Chemie stimmt. Du hast erfolgende Emotionen. Das heißt, entweder begegnest du jetzt in 2 Wochen jemanden oder lernst übers Internet jemanden kennen oder hast vielleicht auch jemanden, den du schon nett findest, wo auf jeden Fall tiefe Gefühle hier auch mit Erfolg gekennzeichnet sind, auch letztendlich erwidert werden. So, da hier die Bestätigung, die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung. Also der Erfolg, also in Bezug auf Emotionen, ist schon mal ganz groß und auf jeden Fall da, was perfekt ist. Aber nicht nur das, sondern die Chemie zwischen euch stimmt auch noch. Also sprich, ja, es kann eine wirklich tolle Beziehung auch werden daraus, ne? Gibt der Beziehung eine Chance, heißt für mich ganz klar, guck die alten Sachen dir nochmal an, worum ich vorhin gesprochen habe, ne? Dieser Schmerz, der noch in dir ist. Bitte vergleiche nicht den nächsten oder die nächste mit der damaligen Beziehung oder der damaligen Bekanntschaft. Bitte das jetzt ad acta legen und gib diesem Menschen, der jetzt da kommt oder der schon da ist und der einfach bereit ist und der tiefe Emotionen auch hat und wo die Beziehung mit Erfolg gekrönt sein wird, gib die Chance auch der Beziehung. Arbeite daran, arbeite an der Partnerschaft, aber arbeite auch an dir, indem du ganz diese Zweifel und diese Ängste und Schmerzen loslässt und nicht nach hinten schaust, sondern jetzt dich wirklich öffnest für das Neue, für das Schöne, für das Tolle, für das Glückliche, was du auch verdient hast, ne? Und die tiefen Gefühle, die dir erwidert werden und die jetzt auch kommen werden, das ist auf jeden Fall wirklich das, was du auch lange dir ersehnt hast und wovon du auch wirklich geträumt hast und was du dir vor allem auch verdient hast. Allerdings, wie gesagt, diese Karte möchte ich trotzdem noch gerne, das fünfte Mal auch gerne erwähnen, gib deiner Beziehung eine Chance. Das heißt, bitte den Schmerz und diese Illusion, die damals da war, dass alles perfekt ist, bitte gehen lassen. In Frieden gehen lassen. Und dann kannst du mit diesem tollen Menschen, der dir begegnet oder den du vielleicht schon begegnet hast oder den du vielleicht auch gerade kennengelernt hast oder, da stimmt die Chemie, da stimmt alles. Also gib euch die Chance und mach es dir nicht kaputt durch die alten Verletzungen. So, und die letzte Botschaft dazu, die Herzbotschaft, wie schön. Vertrauen. Um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Ja, also akzeptiere das. Das, was gewesen ist, war nicht so toll. Akzeptiere das für dich. Setz dir keine Illusion, dass es vielleicht noch mal kommen könnte und dass es doch so schön trotzdem war. Nein, es ist eine Fantasievorstellung. Es ist nicht in dem Sinne alles schön gewesen. Vielleicht war auch vieles schön, um Gottes Willen, aber letztendlich sollst du es gehen lassen, denn das Neue, da stimmt die Chemie, da stimmen die tiefen Gefühle, die mit Erfolg, das ist die höchste Karte, die Erfolgskarte, gekrönt sind. Und dann kannst du auch letztendlich diese Beziehung auch wirklich so leben, wie du es dir auch verdient hast. Vertraue, ne? Also vertraue,
Aber hier ist auch ganz klar Signal, um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Bitte hier die beiden Karten akzeptieren, anschauen, loslassen, gehen lassen, nach vorne schauen, ad acta legen und vertrau auf das Tolle, was jetzt da kommen mag. Also ich finde es wirklich traumhaft. Also, ich habe alles soweit zusammengefasst für Stapel 1. Ich wünsche dir in den 2 Wochen ganz viel Glück und denk dran, tiefe Gefühle sind da, Erfolg, die Chemie stimmt. Lass alles Alte los und gib der neuen Beziehung eine Chance. Okay, so, dann haben wir das. Ich lege natürlich das Herz oben auf und gehe dann ganz schnell auch gleich zu Stapel 2. So, kann man es hier noch etwas sehen? Ja. Okay, so lieber Stapel 2, was sind deine Tendenzen jetzt für diese Neumondzeit? Wir haben hier einmal die Veränderungen. Und das Glück. Wie schön, das schnelle Glück. Ja, Tendenz, lieber Single, für diese Neumond-Single-Orakelzeit, die wir ja jetzt letztendlich hier durch das Orakel auch legen. Du hast Veränderungen, die mit Glück gekrönt sind. Hier ist das schnelle Glück. Man sagt zwar, es ist das kleine Glück, es kann auch das Alltagsglück sein, es kann Schritt für Schritt ein Glück sein. Das heißt für mich, du gehst da in eine Veränderung, du wirst vielleicht, wir gucken mal die Karten gleich weiter, vielleicht jemanden kennenlernen, vielleicht wo du schon ganz gehofft hast, denjenigen, diejenige wiederzusehen, zu treffen, keine Ahnung, weil schon jemand da ist. Da wirst du auf jeden Fall die Veränderung spüren, die auf jeden Fall schnell kommt, also sprich jetzt in den 2 Wochen, und die außerdem auch noch mit Glück gekrönt ist. Das ist ja also eine positive Veränderung, eine positive vielleicht auch Fortschritt da. Vielleicht hast du jemanden im Kopf, wo es halt ein bisschen schwierig ist, aber du wünschst dir von ganzem Herzen und jetzt kommt in der Zeit die Veränderung, die positive, glückliche Veränderung jetzt Schritt für Schritt. Und das ist auf jeden Fall schon mal die erste Tendenz für die Zeit. Und wir gucken aber natürlich weiter. Da haben wir die Heilung gezogen. Ich nehme direkt die zweite Karte mit dazu, weil dann ich deute ja immer sehr gerne in Kombination. Und den Verlust. Okay. So, wir haben ja jetzt die Veränderung, die positive Veränderung in den 2 Wochen. Also die Tendenz auf jeden Fall zum Glücklichsein. Das heißt aber auch hier, dass ein Verlust, den du erlitten hast, Verlust heißt jetzt nicht ein Todesverlust, sondern ein Verlust in der Partnerschaft oder vielleicht hatte jemand auch einen Korb gegeben oder vielleicht passte irgendwas nicht, obwohl du dir so gewünscht hast, Dieser Verlust, der geht jetzt in die Heilung. Das heißt, du wirst da diese Geschichte verarbeitet haben und oder beziehungsweise auch verarbeiten und verarbeitet haben, damit diese Veränderung, diese positive Veränderung kommen kann. Und das ist sehr schön, weil wenn du diesen Verlust geheilt hast für dich, wenn dieser Verlust, dieser Schmerz, der irgendwo noch in dir steckt und der vielleicht zwischendurch auch hochkommt, wenn du den in die Heilung schickst, also sozusagen auch wegschickst, in Liebe gehen lässt, diesen Schmerz, dann bist du auch offen und dann kannst du diese Veränderung auch wirklich, dieses Glück auch spüren, diese positive Veränderung. Und das heißt, als Single natürlich, entweder lernst du jemanden ganz Neues kennen oder du hast schon jemanden im Kopf und da entwickelt sich etwas jetzt positiv, es geht voran, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, was ganz wichtig ist. Aber, und das ist so wirklich sehr schön, hier begleitet die Heilung mit dem Verlust, wo man sagen kann, es ist auf jeden Fall sind Schritte da, dass du in die Heilung auch gehen darfst und auch sollst und diesen Verlust wirklich dann jetzt auch begnadigen kannst, beziehungsweise auch wirklich gehen lassen kannst. Wir gucken mal in die anderen Karten. So, hier haben wir religiöse Faktoren. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Okay, habt ihr die gesehen da unten auch? Gut. Ich ziehe die andere Karte direkt mit dazu. Rückzug.
Okay, es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen. So, lieber Single, wir sind jetzt hier in der Heilung. Also wie gesagt, bitte hier keinen Schreck direkt von Anfang an bekommen, denn wir haben hier die Veränderung, die positive Veränderung, die schnell kommt. Hier mag ein Verlust in die Heilung gehen und du wirst auf jeden Fall unterstützt. Ne? Also wirst auf jeden Fall unterstützt von religiöse Erziehung, das mag sein, dass du die vielleicht von deinen Eltern bekommen hast, aber vielleicht ist das auch gar nicht so, aber es gibt irgendwelche Faktoren, woran du glaubst oder denkst, die du halt mit einfließen lassen kannst. Ne? Gerade auch, wenn du jetzt dieses Video auch schaust, dann bist du irgendwo spirituell auch auf jeden Fall ambitioniert und das wird dir auf jeden Fall Kraft geben. Ne? Also diese Faktoren werden dir Kraft geben, um in die Heilung zu gehen und diesen Verlust, den du halt erlitten hast, auch wirklich dann gehen lassen zu können. Ne? Das ist ja so, man braucht da manchmal die Unterstützung. Und es ist, dieser Rückzug ist damit gemeint, dass du diese Heilung betrachten sollst. Wenn ich natürlich einen Schmerz loslassen möchte, muss ich ihn mir trotzdem anschauen. Und wenn ich in die Heilung gehen möchte, sollte ich auch noch mal drüber schauen. Ich möchte damit sagen, dass ihr das halt friedlich oder in Frieden halt auch loslassen könnt und ja sozusagen verabschieden könnt. Und dafür ist es wichtig, sich darüber noch mal Gedanken zu machen. Ne? Diese Gedankenkraft und deswegen auch, wenn ich sage, die religiösen Faktoren, diese spirituelle Impuls dann auch nochmal, ne? Damit meine ich einfach nochmal, sich zurückzuziehen, nochmal drüber nachzudenken, war das hier richtig alles, ne? Ist dieser Schmerz auch oder dieser Verlust, also es ist ja ein Verlust, ist immer mit Schmerzen verbunden, ist dieser Verlust ja so unerträglich, dass ich darüber, beziehungsweise dieser Verlust, der kann so unerträglich sein, dass man sich nochmal hinsetzt, dass man nochmal sich das anschaut. Und das sagen die Karten, lieber Single, du sollst diesen Verlust wirklich dir nochmal anschauen. Ne? Es ist nochmal, du sollst dir die Ruhe dafür nehmen, ihn anschauen, mit Hilfe wirklich, ich sage jetzt mal auch der geistigen Welt, dem Spirituellen, auch an das, an was du halt glaubst, was dich da unterstützt. Und wenn für dich die Faktoren eher Freunde sind, die dir helfen und nicht irgendetwas Spirituelles oder halt ein Gott oder wie auch immer, an wen viele Menschen an verschiedene Glaubensrichtungen glauben. Wenn das für dich eher eine Freundschaft ist, die dir helfen kann, dann nimm diese Freundschaft auch dazu, zieh dich zurück, rede nochmal, lass es in die Heilung gehen. Ich kann wirklich etwas nur abschließen und in die Heilung bringen, wenn ich es mir halt nochmal anschaue. Und dafür muss ich mir Zeit geben. Wegrennen ist nicht das Motto. Hier ist wirklich gefragt, lieber Single, wenn du wirklich hier in diese Veränderung, in diese positive Veränderung gehen willst, ne, in das Glücklichsein in der nächsten Partnerschaft auch, dann solltest du auf jeden Fall wirklich nochmal hinschauen, ne, wirklich in Ruhe hinschauen, nicht weglaufen vor dem Verlust, es in die Heilung geben, es wirklich mit deiner Unterstützung von außen, von oben, von der spirituellen Welt, von wem auch immer, bitte diese Unterstützung annehmen für dich und ganz in Ruhe dieses nochmal überdenken oder nochmal in den Kopf kommen lassen dürfen und dann aber, und ganz wichtig, dann in die Heilung geben, sprich dann abgeben, damit du dann auch wirklich wieder frei bist von deinen ganzen Gedanken und Emotionen. Denn wie gesagt, wir haben die Hauptimpuls, die Tendenz für diese 2 Wochen in eurem Single-Leben ist auf jeden Fall die positive Veränderung und die schnelle und die plötzliche vor allen Dingen auch. So, und zum Abschluss, wie schön ist das denn? Wunder, in deiner Beziehung steht eine Veränderung an. So, wir sind ja jetzt hier beim Single-Orakel, ich kann das Wort schon gar nicht mehr aussprechen hier. Und das heißt, dass wir auf jeden Fall jetzt diese Beziehung, die kommen darf, die wird mit ganz, ganz, ganz vielen Wundern begleitet sein, aber positive Wunder. Ne? Hier, wir haben hier oben die Veränderung, ne, gezogen und hier ist auch, in deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Das heißt auf jeden Fall für mich von 2 Seiten. In deiner Beziehung zu dir selber
Du gehst in die Heilung, wenn du alles nochmal berücksichtigst, in Ruhe und gehen lässt, in Frieden. Und da kommt die Veränderung, aber es kommt auch die Veränderung in Bezug auf dein Single-Leben. Sprich, du wirst dann nicht mehr lange Single sein, sondern du kannst dann wieder dich öffnen und das kriegst hier eine positive Veränderung für dich, für alles Weitere und vor allen Dingen für die nächsten Partnerschaften, was ganz, ganz wichtig ist. Deswegen, die Wunder werden dich auch nochmal hier begleiten und werden dich unterstützen, dass du alles auch für dich so regeln kannst und dann geht es in die positive Veränderung. Sehr schön, Stapel 2. Also das sind wirklich ganz tolle Karten. Noch einmal hinschauen ist halt einfach wichtig. In Ruhe hinschauen, auch ganz wichtig. Und ja, nimm die Unterstützung, wenn du sie brauchst. Auch gerne von mir natürlich. Aber danach kommen, ich lasse die Wunder auch direkt oben auf, danach kommen die tollen Wundern und die positive Veränderung ist schon die letztendliche Tendenz. Okay, dann gehen wir jetzt zu Stapel 3. Was haben wir da für die Tendenz für diese 2 Wochen? Da haben wir einmal den Reiter gezogen. Und wir haben das Buch gezogen. Sehr schön. Der Reiter ist auf jeden Fall, lieber Single. Ich muss mal gucken, ob ihr es seht. Genau. Der Reiter, der steht für eine positive, schnelle Nachricht, die da kommt. Und das Buch ist das Geheimnis. Das heißt, du weißt noch nicht, vielleicht hoffst du dir gerade, dass du von jemandem eine positive Nachricht bekommst, ne? Von jemandem, den du toll findest, den du nett findest, den du schon im Herzen hast, aber natürlich noch nicht zusammen bist, sonst wärst du jetzt nicht beim Single-Orakel. Aber hier kommt auf jeden Fall eine positive Nachricht, die du heute noch gar nicht in deinem Kopf hast, ne? Und auch, ich fühle es aber irgendwie auch so, und im Kopf habe ich halt im Moment, dass du dir das aber von ganzem Herzen her wünschst. Aber es ist halt noch geheim und deswegen weißt du auch noch nicht, dass dieses kommt. Aber auf jeden Fall die Tendenz für die 2 Wochen. Du bekommst eine positive, überraschende Nachricht. Und wie gesagt, der Reiter ist schnell und wir sind ja in den 2 Wochen von Neumond bis Vollmond bis 7.5. Also in der Zeit wird dich etwas Positives in Sachen Männer oder Frauen, je nachdem, wird auf jeden Fall dich überraschen. Eine positive Nachricht. Dann schauen wir mal weiter. Da haben wir jetzt den Verrat gezogen. Ich nehme die 2. Karte noch dazu direkt, ne, damit ich das in der Kombination auch für euch deuten kann. Und auf andere eingehen. Okay, so, hier ist etwas. Die Verratkarte ist eine Problemkarte. Das hört sich für mich so an, als wenn irgendwas in der Vergangenheit gewesen ist, wo du ja sehr enttäuscht wurdest. Ne? Also du wurdest sehr enttäuscht in puncto Liebe. Du hast dich wirklich verraten, verkauft und vielleicht auch betrogen gefühlt. Alles kommt so in meinem Kopf jetzt gerade. Du wirst deine Situation besser kennen. Und dabei bist du im Endeffekt jemand gewesen, der trotzdem immer noch das Positive gesehen hast. Du bist trotzdem in dieser Beziehung immer wieder darauf eingegangen, auf ihn oder auf sie, ne? Letztendlich müsst ihr es auf euch übertragen. Du hast alles versucht und gemacht und getan und wurdest trotzdem auch gedemütigt, ne? Du bist wirklich jemand, der hier, ich meine, das ist ja auch eine Glückskarte, auf andere eingehen. Das ist was ganz Positives, wenn man so wirklich empathisch ist und wenn man den anderen auch spüren kann, wenn man weiß, wie es dem anderen geht und Signale erkennt und alles macht und tut. Und diese Kombination sagt mir einfach, du hast so viel gegeben in dieser Beziehung oder in dieser Kennenlernphase, es ist je nachdem, was gewesen ist bei dir. Du hast so viel gegeben und wurdest so enttäuscht, ne? Also verraten im Endeffekt, ne? Verkauft und verraten, kommt mir auch so noch in den Kopf, ne? Und das ist schon eine große Wunde, ne? Weil du willst eigentlich immer nur das Positive, du steckst eher immer zurück und bist immer für andere da und natürlich dann auch für deinen Partner. Und da ist dir eine große Enttäuschung halt da gewesen, ne? Die aber auch gehen möchte. Ne? Ich schaue jetzt mal direkt in die anderen Karten, dann können wir es im Zusammenhang auch noch mal ans anschauen. Naja, das ist natürlich auch wieder sehr passend. Liebe zuerst dich selbst. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Okay, ich ziehe auch direkt die andere dann dazu.
Okay, auch ein Hinweis. Lass deinen Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Ja, und ich sage mal ganz ehrlich, wie passend ist das mal wieder? Ich gucke mir die Karten ja auch vorher nicht an, das sage ich ja öfter, wenn es halt auch so extrem wieder passend ist. Du gibst immer ganz viel. Jeder soll immer in deiner Nähe, in deiner Umgebung, jedem soll es gut gehen. Ob es dir dann gut geht oder nicht, das ist total egal für dich. Egal natürlich nicht, aber zuerst kommen alle anderen und dann kommst du erst. Und hier ist das große Signal: Liebe zuerst dich selbst. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Ja, das heißt wirklich so, auch wenn du dich immer kümmerst, machst und tust, ganz ehrlich, in einer Partnerschaft sollte das alles auf Augenhöhe sein. Es muss nie 50-50 sein, um Gottes Willen. Aber gib dich nicht auf, gib nicht zu viel. Weil letztendlich hier, du wurdest damals in der letzten Partnerschaft oder Kennenlernphase oder was auch immer die Situation war, wurdest du so enttäuscht und verraten und ausgenutzt auch noch, ne? Das ist ganz wichtig, das Signal. Und da bitte ich dich wirklich, guck, schau erst, guck nach dir, schau erst nach dir selbst. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Dir muss es zuerst gut gehen. Und wenn es dir gut geht, dir gut alleine in Anführungsstrichen, nicht nur mit einem Partner, sondern erst musst du auch alleine glücklich sein. Ein Partner kann dieses Glück dir nicht in dem Sinne bringen, der kann es ergänzen, aber er kann nicht das Glück in dem Sinne bringen, ne? Du musst erstmal wirklich dich zuerst lieben, lieber Single, und erstmal für dich was Gutes tun, dann kannst du auch geschätzt werden von deinem Partner oder Partnerin. Das ist ganz wichtig, ne? Und in der Kombination jetzt hier nochmal von dem, du da verraten wurdest, wahrscheinlich hast du immer noch dir auch überlegt, vielleicht war ich doch schuld, vielleicht war ich doch nicht gut genug, vielleicht habe ich doch nicht genug getan und, und. Bitte lass diese ganzen Gedanken los, lieber Single, ne? Weil die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Das heißt einfach, bitte diese Energie gehen lassen. Ne? Also absolut gehen lassen, weil er hat es oder sie hat es nicht verdient, definitiv nicht. Ne? Weil du hast nur geschuftet und getan und hast gekämpft um die Beziehung. Aber das ist, bitte lass es dir auch gesagt sein, und ich unterstütze ja auch gerne bei privaten Coachings, und solche Themen hatte ich schon sehr, sehr oft. Bitte nimm das auch sehr, sehr ernst, weil es bringt nichts, jemand anders mit Liebe zu überschütten, zu überhäufen. Der ergreift nachher die Flucht, das ist einfach so. Man denkt, man tut so viel Gutes, aber letztendlich geht es nach hinten los. Und dann wird man sogar noch verkauft und verraten, weil man das gar nicht verstehen kann. Man hat ja so viel getan, so viel investiert, so viel reingesetzt in diese Beziehung oder in diese Phase, ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Bitte liebe zuerst dich selbst, ist ganz, ganz ultra wichtig. Und diese Geschichte, die gewesen ist, die bitte auch wirklich ziehen lassen. Keine Energie mehr dafür verschwenden, weil das ist es nicht mehr wert. Ne? Es ist auf jeden Fall nicht mehr wert. Definitiv nicht. Denn, und nochmal, wir haben ja hier, du kriegst hier auf jeden Fall eine überraschende, die jetzt noch im Geheimnis ist, positive Nachricht. Ne? Und da wir ja ein Single-Orakel haben, wirst du hier von jemandem eine positive Nachricht bekommen, ne? Vielleicht, wo du es auch sehr von ganzem Herzen wünschst, ne? Aber du weißt es halt noch nicht, weil es ja ein Geheimnis ist. Also ich meine, man kann Nachrichten ja noch nicht wissen, wann sie kommen, aber du denkst da auch gar nicht dran. Es wird total überraschend sein, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr positiv und sehr, sehr schön werden. So, jetzt schauen wir auch noch auf deine Herzbotschaft. Okay, die Antwort lautet nein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwieweit, es ist jetzt hier keine Fragestellung gewesen zu den Herzen, aber ich möchte dieses Nein mal darauf beziehen, dass du bitte wirklich Nein zu deiner Ex-Geschichte sagst. Egal, ob es wirklich schon eine Beziehung war oder ob es einfach nur eine Kennenlernphase war, vielleicht war es auch eine Ehe, ich weiß es nicht, in welcher Situation du steckst, aber ich beziehe mal das Nein wirklich darauf, dass es nicht wert ist, diese ganzen Gedanken beziehungsweise auch diese ganzen Vorwürfe, die du dir selber vielleicht machst, dass du nicht gut genug warst oder, weil es erstmal allen anderen immer bei dir gut gehen muss. Deswegen sage ich da auch ganz knallhart, nein, nicht nach hinten schauen. Bitte öffne dich für das Neue, für das Positive und schau
Auf jeden Fall das Positive ist erst einmal, schau in dich hinein. Schau, dass du Selbstwert bekommst, Selbstliebe. Gönn dir was Schönes. Denk an dich zuerst. Ganz, ganz wichtig. Das kann man nur in kleinen Schritten, das weiß ich auch. Man kann nicht von heute auf morgen in Anführungsstrichen total jetzt Tabula rasa machen. Das geht nicht. Aber Schritt für Schritt. Und wenn du dir nur kleine Dinge gönnst, ne, oder wirklich auch mal wirklich Nein sagst in einer Beziehung, das kommt mir gerade auch noch mal in den Kopf. Wenn jemand immer und wieder was von dir möchte, dann sag auch mal Nein, wenn es dir damit nicht gut geht. Oder wenn du denkst, du brauchst jetzt Zeit für dich und jemand anders kommt dir wieder in die Quere und will was von dir. Nein. Ne? Also bitte ganz, ganz wichtig, dieses Nein nach außen und zu dir selbst ein dickes Ja. Weil dann kannst du auch wirklich die nächste Beziehung leben und wirklich diese Liebe auch empfangen. Ne? Diese gleichwertige, auf gleicher Ebene, wertschätzende, respektvolle Liebe, die ganz, ganz wichtig ist. Ne? Und schau bitte immer darauf, dass du einen Ausgleich schaffst für dich auch und nicht zu viel geben. Ne? Okay, lieber Single, und Stapel 3, ich bedanke mich, dass du dir es auch hier angehört hast. Bitte arbeite an dir, was das betrifft, denn dann kann die positive, tolle Nachricht auch ganz bald kommen, womit du gar nicht rechnest. Ja, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören, Zuschauen. Ich wünsche euch eine ganz tolle Neumondzeit, liebe Singles, macht was draus. Ihr habt ein paar Impulse bekommen und ich freue mich, wenn wir uns zum Vollmond-Orakel dann wiederhören. Bis dann. Tschüss.